Ein Schiffshebewerk ist ein gigantischer Aufzug für Schiffe. Das alte Schiffshebewerk Henrichenburg stammt aus dem Jahr 1899 und wurde von der Firma Haniel und Lüg gebaut. Es ist eine beeindruckende Eisenfachwerkskonstruktion mit 5 Schwimmerschächten. 14 Meter Höhenunterschied wurden überwunden. Das alte Schiffshebewerk Henrichenburg wurde am 11. August 1899 in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. Und mit dem Dortmund-Ems-Kanal in Betrieb genommen. Auch nach über 100 Jahren später sind die Besucher begeistert von dem größten historischen Bauwerk am Dortmund-Ems-Kanal. Die Baupläne entwickelte der Stettiner Schiffbauingenieur Rudolf Haag. Erst mit der Fertigstellung konnte der Kanal bis hin zum Dortmunder Hafen befahren werden. Das alte Schiffshebewerk Henrichenburg gehört zur Kanalstufe Henrichenburg der Bundeswasserstraße Dortmund-Ems-Kanal im Waltrop-Oberwiese. Das Bauwerk gehört zum Schleusenpark Waltrop. Im Jahre 1914 wurde das alte Hebewerk durch eine Schachtschleuse um 2x5 Sparbecken erweitert. Das Hebewerk war in der Lage, den damals üblichen Normalkahn von 67 Meter Länge, 8,2 Meter Breite und 2 Meter Tiefgang um 14 Meter auf der Höhe des Dortmunder Hafens zu heben. Ein vollständiger Senk- oder auch Hebevorgang inklusive der Ein- und Ausfahrt dauerte ca. 45 Minuten. Der eigentliche Senk- oder Hebevorgang dauerte dabei aber nur etwa 2,5 Minuten. Das fantastische Geheimnis des Hebevorgangs lag im Auftrieb der insgesamt 5 Schwimmer. Das sind 5 mit Luft gefüllte Hohlzylinder, die einzeln vollständig in 33 Meter tiefe wassergefüllte Brunnen eingetaucht waren. Der Auftrieb der 5 Hohlzylinder war so groß wie das Gewicht des Troges, in dem das zu hebende Schiff lag. Schon eine geringe Erhöhung oder Reduzierung der Wassermenge im Trog führte zu einer Abwärts- oder Aufwärtsbewegung des Trogs. Dadurch benötigte das Hebewerk eine niedrige Antriebsleistung zum Heben des 3100 Tonnen schweren wassergefüllten Trogs. Tatsächlich genügte ein relativ kleiner elektrischer Motor mit einer Leistung von ca. 110 Kilowatt für den Hebevorgang. Dampfmaschinen mit Dynamos sorgten für die Stromversorgung. Das alte Hebewerk wurde 1969 endgültig stillgelegt. Danach war es eine Zeit lang dem Verfall ausgesetzt. Auch der Abriss wurde zunächst diskutiert. '79 beschloss der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, das Technische Denkmal als Standort für das Westfälische Industriemuseum zu nutzen. Nach einer Restaurierung und der Rekonstruktion ist das alte Schiffshebewerk als Museum eröffnet worden. Das heutige LWL Industriemuseum. Die Eisenfachwerkskonstruktion und der Trog sind begehbar. Ebenso bietet die historische Maschinenhalle spannende Eindrücke der damaligen Technik, historische Maschinen und historische Dokumente. Bei der Restaurierung wurde die ursprüngliche Funktion des Hebewerks nicht wiederhergestellt. Zusammen mit dem unteren Vorhafen, Unterwasser genannt, dem oberen Vorhafen und einem Stück Kanal, Oberwasser genannt, bietet das Museum einen erlebnisreichen und interessanten Tag. Einzigartig ist die Sammlung schwimmender Arbeitsgeräte und historische Schiffe, die im unteren Vorhafen des Hebewerks und auch im Oberwasser liegen. Viele Schiffe warten hier auf ihre Restaurierung und sind direkt aus der Nähe zu betrachten. Zu
Zu der Sammlung gehören der Dampfschlepper Fortuna und das einzige europaweit noch existierende Dampftankschiff Phenol, ebenso wie ein historischer Drehkran aus dem Jahre 1906. Ein Besuch des Museums lohnt sich auf jeden Fall. In dem rekonstruierten Hafengebäude sind oft wechselnde Sonderausstellungen zu sehen. In Kürze beginnt eine Sonderausstellung zum Thema U-Boote. Das Museum umfasst auch einen Museumshafen, eine Werft und einen Hafenumschlagsplatz. Im Sommerhalbjahr startet mehrmals am Tag das Fahrgastschiff Henrichenburg am unteren Vorhafen des Museums zu Ausflügen über die Kanäle. Das nette Museumspersonal hält immer einen Tipp bereit. Für meinen Vater und mich war es ein sehr schöner und spannender Tag im LWL Industriemuseum, den wir mit Sicherheit wiederholen werden. Das neue Hebewerk von 1962 ist nur wenige hundert Meter vom alten Hebewerk entfernt. Das neue Hebewerk wurde bis Dezember 2005 genutzt und ist als Baudenkmal in der Denkmalliste der Stadt Waltrop eingetragen. Ein weiterer Grund, Waltrop und auch das Museum nochmals zu besuchen.